Adsorptionsisothermen dienen zur Charakterisierung von Oberflächen. Man braucht jedoch zur Auswertung dieser Isothermen ein Modell. Ein besonders einfaches Modell ist das Modell von Langmuir, welches zu dieser Gleichung führt. A ist gleich A unendlich mal B durch KL plus B. A ist die Oberflächenkonzentration, A unendlich die Sättigungskonzentration, KL ist die Langmuir-Konstante und B ist die Konzentration im Adsorptiv. Wenn die Oberfläche zur Hälfte belegt ist, bedeutet das, dass A gleich A unendlich halbe ist. Wenn wir dies in die Gleichung einsetzen und nach B auflösen, erhalten wir B gleich KL. Das bedeutet, KL ist die Konzentration, die herrscht, wenn die Oberfläche genau halb belegt ist.